Hey, ich danke dir für den René und ich danke dir für jeden, der heute da ist. Ich möchte dich bitten, dass nicht der René spricht, sondern dass du sprichst durch dein mächtiges Wort, durch deinen Heiligen Geist, dass du direkt in unsere Herzen sprichst, dass du in uns Veränderung schenkst und uns deine Gnade, deine Liebe, deine Fürsorge zeigst, dass du uns zeigst, wer du bist. Amen. Ups. Auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern, genau. Und das ist einfach so was ganz Besonderes, das Abendmahl zu feiern. Ich war diese Woche beim Blutspenden, also Blutspende. Und da ist mir was aufgefallen. Die haben nämlich Werbung gemacht. Da heißt es, Blutspenden heißt Leben retten. Und zwar warum? Warum ist Blutspenden so wichtig? Dann steht hier, Blut kann durch nichts künstlich hergestellt werden. Blut kann nur vom Körper selbst gebildet werden und ist eben durch nichts zu ersetzen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, wenn mein Blut schon Leben retten kann und Menschen helfen kann und mein Blut so wertvoll und wichtig und so besonders ist, wie viel wichtiger, wie viel wertvoller war das Blut von Jesus? Amen. Das Blut des Sohnes Gottes höchstpersönlich. Und die Bibel sagt, in seinem Blut ist diese Kraft zur Rettung. Und nicht nur eben, dass unser Körper oder unser, ja, dass wir irgendwie gesund werden, dass man halt Menschen, die Unfall hatten, Blut spenden kann, sondern sein Blut hat die Kraft für das ewige Leben. Und das wollen wir heute feiern, ja. Und das Abendmahl, wenn wir Abendmahl feiern, ist tatsächlich immer, letztendlich im Abendmahl verkündigen wir das Evangelium. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Das Abendmahl ist eigentlich so was Einfaches. Wir haben ein Stück Brot, wir haben ein Stück, einen Becher Saft oder Wein. Und da drin ist die ganze Botschaft des Evangeliums enthalten, ja. Der Sohn Gottes, Gott hat seinen Sohn gesandt aus Leib oder aus Fleisch und Blut, so wie wir. Aber er hat unsere Schuld und unsere Sünden auf sich genommen. Unsere Strafe, die wir verdient hätten, hat er genommen. Und er hat sie geopfert. Er hat sein Leben, sein Leib, sein Blut geopfert, damit du und ich jetzt Leben haben können für die Ewigkeit. Und das ist ein Grund zum Abfeiern hier. Und deswegen ist das Abendmahl auch so was Besonderes. Und ich möchte einfach, dass wir nochmal ganz kurz in die Stille gehen und uns das echt mal bewusst machen, was Jesus da für uns gemacht hat. Weil genau dafür ist das Abendmahl ja auch da, dass wir uns erinnern, dass wir uns bewusst machen, dass wir nie vergessen, was er für uns getan hat. Ja? Und man kann ja in einer gewissen Weise sagen, ja, ich weiß schon, was da passiert ist. Das ist ja eine Sache, das irgendwie da oben zu wissen. Aber es ist wichtig, dass es da drinnen uns bewusst ist, ja? Dass wir uns da drin erinnern, in unserem Herzen, wow, Jesus, du hast dein Leben für mich hingegeben. Die Bibel sagt, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Und das ist auch was Schönes. Jesus nennt uns seine Freunde. Er hat gesagt, ey, ich bin bereit, alles für meine Freunde zu geben. Und wisst ihr was? Jesus hat seine Haltung, seine Einstellung nicht geändert. Er ist immer noch voller Leidenschaft für dich, für mich. Sein Herz brennt. Und wir wollen heute unser Herz auch zum Brennen bringen, jetzt zu ihm und sagen, Jesus, wir kommen zu dir. Wir wollen mit Leidenschaft und mit Dankbarkeit und mit Freude dieses Fest mit dir feiern, diese Gemeinschaft mit dir feiern, diesen Bund mit dir feiern, das Abendmahl. Und es ist doch eine absolute Ehre, muss man doch mal zugeben, oder? Du bist vom König der Könige zum Mahl, zum Essen mit ihm eingeladen, mit ihm zusammen zu Tisch zu sitzen. Und er sagt, hey, kommt alle her zu mir und ich will euch Ruhe und Frieden schenken und ich will euch freimachen. Und er lädt uns ein an seinen Tisch,
zu kommen, dass wir, ja, dass wir ganz eins mit ihm werden, dass wir total mit ihm verbunden sein können. Und das ist so, also das überwältigt mich jedes Mal und das muss uns echt auch, und das zeigt uns auch, was für einen Wert du in den Augen Gottes hast. Ja? Wenn man fragt, ja, was ist was wert, ja, wenn man fragt, wie viel ist ein Bild zum Beispiel wert, so ein Kunstgemälde, und es ist immer so viel wert, wie Menschen dafür bereit sind zu geben. Ja? Das bestimmt den Wert letztendlich, was Menschen bereit sind, für sowas herzugeben. Und deswegen kannst du erkennen, wie wertvoll du für Gott bist, weil Gott war bereit, sein Bestes für dich zu geben, um dich zu gewinnen. Ja. Er hätte auch sagen können, hey, die haben es verkackt, sag mal so auf gut Deutsch, Pech gehabt, vergiss es einfach. Ja. Ich mache für die keinen Finger krumm jetzt. Also, hätte Gott auch sagen können, aber es war seine eigene absolute Herzensentscheidung zu sagen, na, die sind mir so wertvoll, ich liebe die so sehr. Ich tue alles, um die wieder zu bekommen. Und er hat es getan. Und das feiern wir heute. Und das ist so, so super. Und ich möchte jetzt, ja, dass wir kurz einfach mal stille werden. Die Bibel sagt auch, dass wir uns echt für das Mahl bereiten sollen, dass wir unser Herz auf ihn ausrichten sollen, dass wir uns klar machen sollen, was er für uns getan hat. Und dass wir das in unserem Herzen auch anerkennen. Und deswegen möchte ich einfach, dass wir nochmal still werden, uns das einfach total bewusst machen. Und dann wollen wir noch zusammen beten. Wenn du heute vielleicht hier bist und du hast noch nie so ganz bewusst für dich ganz persönlich angenommen, was Jesus für dich getan hat, weil er hat es für jeden Menschen getan, für jeden Menschen, aber es steht auch geschrieben, dass wir bewusst dieses Geschenk seiner Gnade annehmen, im Glauben, im Vertrauen, dass er es für dich getan hat, dass er tatsächlich für dich gestorben, für dich auferstanden ist, deine Schuld weggenommen hat, dass du dadurch erlöst bist, dass du durch den Glauben, wenn du dich damit verbindest, dass es für dich zur Realität wird. Und wenn du das noch nie ganz bewusst in deinem Leben getan hast, dann lade ich dich jetzt ein. Und vielleicht, wenn du sagst, ja, ich will das aber heute tun, ich will mich ganz bewusst zu Jesus bekennen, will ganz bewusst das annehmen, was er für mich getan hat, dann, ich habe vorhin gesagt, Gott hat sich entschieden für dich und dann würde ich dich bitten, dass du das einfach mal anzeigst durch ein Handzeichen, dass es eine ganz klare Entscheidung ist. Ja, Dankeschön. Eine ganz klare Entscheidung, dass du sagst, ja, ich will zu Jesus gehören und ich will, dass das, was er für mich getan hat, dass ich will das für mich ganz persönlich annehmen. Jawohl. Ist noch jemand da? Yes, gut. Halleluja. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir so sehr für alles, was du für uns getan hast. Und lass uns jetzt das gemeinsam mit den Geschwistern, die sich jetzt auch gemeldet haben, zusammen beten. Einfach, dass wir das anerkennen, was Jesus für uns getan hat. Lieber Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dein Leben hingegeben hast, dass du mich so sehr liebst, dass du alles gegeben hast, um mich zu gewinnen. Ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Ich danke dir, dass du meine Krankheiten getragen hast. Ich danke dir, dass du mich erlöst hast von dem Fluch. Und dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf.
Ich empfange deine Gnade und deine Liebe. Sei du mein Herr und mein Erlöser für alle Zeit. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns Jesus mal einen großen Applaus geben. Amen. Halleluja. 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 Das ist echt, das ist echte Freude. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt, wenn er kommt, wenn er vor allem in unser Herz kommt. Das ist das allergrößte Wunder, was es in der Welt überhaupt nur gibt, wenn Menschen Jesus ganz bewusst annehmen. Vater, ich danke dir jetzt für jeden, der sich gemeldet hat, jeder, der bewusst dieses Gebet mitgebetet hat. Ich danke dir, dass du jetzt, dass dein Leben die unsere Geschwister jetzt erfüllt und sie begleitet bis in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Und ich möchte noch vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Da heißt es, an dem Abend, eben bevor Jesus hingerichtet wurde, bevor er ans Kreuz gegangen ist, dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst, tut dies zur Erinnerung an mich. Und das wollen wir heute tun. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch und gab ihn den Jüngern. Dieser Kelch steht für den neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Das hat unser Herr und Jesus gesagt. Er hat es getan. Er hat sein Leib geopfert. Er hat dann schreckliche Striemen bekommen auf seinen Körper, vor der Kreuzigung schon durch die Geißelung, am Kreuz dann selber auch nochmal schreckliche Wunden zugefügt bekommen, aber zur Heilung für dich. Halleluja. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, natürlich ist das Abendmahl freiwillig und es soll jetzt nicht so ein Massenzwang sein oder so ein Gruppenzwang. Alle müssen jetzt teilnehmen. Es soll wirklich was ganz Persönliches jetzt zwischen dir und Gott sein, zwischen dir und Jesus. Aber eingeladen bist du. Halleluja. Aber trotzdem sei frei, das zu tun, wenn du dich bereit fühlst, wenn du merkst, ja, ich will dran teilnehmen. Und wenn wir jetzt das Brot nehmen, dann hat Jesus gesagt, das ist mein Leib. Ja? Wir haben Teil an seinem Leib, an seinem Tod, sagt er, wenn wir das Abendmahl nehmen, wir verkündigen seinen Tod und sein Tod bedeutet unser Leben. Ja? Und seine Wunden bedeutet unsere Heilung. Und ich hatte gestern, als ich gebetet habe, so stark den Eindruck, dass wenn wir jetzt das Brot nehmen, dass wir dann beten noch für Heilung wirklich. Und wenn du heute hier bist und hast Schmerzen, wir vertrauen jetzt dem Herrn. Er ist nämlich hier, ja. Der Herr ist da, wenn wir zusammenkommen. Er ist da, Halleluja. Und er wirkt und er will heilen und er will dich anrühren. Und wir wollen ihm Raum geben, jetzt dich zu berühren und dass diese Schmerzen aus deinem Leib verschwinden. Aber wir wollen jetzt einfach Danke sagen, uns erinnern. Jesus, du hast diese Wunden für mich, für jeden von uns getragen. Zur Heilung, zur Befreiung, zur Erlösung, auch von Schmerz, von Krankheit. In Jesu Namen, und dafür danken wir dir. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt vertrauen dürfen, dass wir jetzt im Glauben uns ausstrecken dürfen, nach dem, was du für uns dort am Kreuz getan hast, durch die Geißelung, durch deine Wunden, steht geschrieben, durch deine Wunden sind wir geheilt. Und Herr, ich spreche jetzt Heilung aus, wenn da Schmerzen sind. Herr, wir widerstehen jetzt diesen Schmerzen in den Körpern, an den verschiedenen Körperstellen in Jesu Namen, wo immer die Schmerzen sind, Vater, im Namen Jesu. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du jetzt Heilung schenkst, dass du
dass du Körperteile berührst jetzt mit deiner Kraft, mit deinem Geist in Jesu Namen. Und dass da Heilung fließt und strömt jetzt in Jesu Namen. Ich befehle jetzt den Schmerzen zu verschwinden im Namen Jesus. Und wir geben dir alle Ehre, Jesus. Du bist der Heiler, Herr. Dein sei alle Ehre und Anbetung, Herr. Und wir geben dir Dank, Herr. Halleluja. Danke, dass du das tust. Halleluja. Halleluja. Lass es uns empfangen. Wenn du jetzt Schmerzen irgendwo hast, leg deine Hand jetzt an die Stelle in Jesu Namen. In Jesu Namen. Heilung fließt jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Und ich habe schon gesagt, wenn mein Blut schon so unersetzbar, so was Wertvolles ist, was durch nichts zu ersetzen ist, und was nicht künstlich hergestellt werden kann, was einfach nur mein Leib jetzt produzieren kann, wie viel mehr, wie viel wertvoller ist das Blut von Jesus und wie viel mehr hat es die Kraft, Menschen zu retten, zu heilen, wiederherzustellen, zu versöhnen mit Gott, dem Vater. Und Jesus, genau dafür ist dein Blut geflossen. Und wir preisen dein Blut. Herr, wir danken dir jetzt für das Blut. Wir danken dir, dass du es gegeben hast, dass es gesegnet ist, Herr. Und dass du es für uns vergossen hast, dass wir dadurch gerettet sind. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wir lieben dich, Herr. Wir loben dich, Herr. Amen. Amen. Wow. Jesus war auch ein Blutspender, ja. Und sein Blutspenden heißt Leben retten. Und genau das hat er geschafft. Halleluja. Jawohl. Wir haben so einen guten Gott. So einen wunderbaren Gott. Bevor wir jetzt in die Predigt einsteigen, wir haben heute ein sehr ernstes Thema. Deswegen schauen wir erstmal den Videoclip an, damit es nicht ganz so ernst startet. Aber wir schauen mal an, was es uns sagen will hier. Smarter to travel in groups. Take the bus. It's smarter to travel in groups. Also es ist schlauer, in Gruppen unterwegs zu sein oder zusammenzuhalten. Oder ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt einen Bus nehmen, aber es ist auch gut, einen Bus zu nehmen. Vor allem bei den Benzinpreisen ist ganz gut, auch mal den Bus zu nehmen. Aber ja, dreimal eigentlich dieselbe Aussage, dass etwas, eine Gruppe, die zusammenhält, da ist einfach eine Power drin. Das ist auch mein Thema heute. Einheit ist gleich Power. Also wenn wir eine Einheit bilden, da ist einfach eine mächtige Kraft drin. Und ich meine, das ist jetzt nicht so eine große neue Weisheit. Ihr kennt es alle.
aus verschiedenen Bereichen. Auch in der Bibel finden wir da ganz viele Beispiele. Eines der ersten Dinge im Alten Testament, die da passiert sind, war der Turmbau von Babel. Und da gibt es eine ganz interessante Aussage in 1. Mose 11, Vers 6. Denn Gott sagte, als er gesehen hat, wie die Leute, weil es war jetzt nicht unbedingt Gottes Bauwerk, ja, das haben sich die Menschen vorgenommen, sie wollten sich einen großen Namen daraus machen und es war nicht im Sinne Gottes gewesen. Aber Gott schaut hin, wie die Menschen sich diesen Riesenturm bauen wollten und sagt, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Boah, das hat Gott gesagt. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es sogar, wird ihnen jetzt nichts mehr unmöglich sein. Einfach weil sie zusammengehalten haben, eine Einheit waren, hat Gott gesagt, das gibt ihnen Kraft, alles zu schaffen. Und das ist echt eine Ansage, sage ich jetzt mal, ja, von Gott. Und das zeigt uns, wie wertvoll Einheit ist, eine Einheit ist. Wir haben es in den Videos gesehen, wäre jetzt die arme Krabbe allein geblieben, dann wäre sie Frühstück geworden von der Möwe oder auch die Ameise, hätten die anderen, wären die einfach weitergelaufen, die Ameise wäre weg gewesen, im Rüssel verschwunden. Und, aber weil sie sich vereint haben, weil sie gesagt haben, wow, wir halten zusammen, war es eben den Angreifern, sage ich jetzt mal, nicht möglich. Und genauso ist es tatsächlich im Geist auch, in uns in, als Gemeinde auch, dass in der Einheit, die Jesus auch, wir werden uns das gleich anschauen, dafür hat Jesus gebetet, in dieser Einheit ist so eine mächtige Kraft. Wir kennen das allerdings auch ganz normal aus unserem alltäglichen Leben, im Sport zum Beispiel, wenn ein Team richtig cool zusammenhält, ja, dann hat es meistens Erfolg, ja. Es sind oft gar nicht so die man spricht ja oft davon, dass es gar nicht so wichtig ist, so einzelne Superstars im Team zu haben. Wenn das Team aber nicht gelernt hat, zusammenzuarbeiten, dann bringen die einzelnen Superstars auch nichts. Aber wenn ein Team gelernt hat, aufeinander sich zu verlassen, miteinander zu arbeiten, dann funktioniert es, ja. Auch Unternehmen merken das immer mehr, also Firmen, Unternehmen, dass sie immer mehr auf Teamarbeit Wert legen und das herauskristallisieren, wie wertvoll es ist, wenn Teams in einer guten Weise vernetzt sind, zusammenzuarbeiten. Oder auch aus der Technik kennen wir das. Ich habe jetzt meinen Laserpointer nicht da, aber so ein Laser, wisst ihr, so ein Laser ist eigentlich ein Bündeln von Lichtstrahlen auf eine Linie. Ja? Dieser Laser, der geht nicht auseinander, wenn du den leuchtest, dann ist der in 5 Kilometern immer noch so ein kleiner Punkt, ja, weil man das geschafft hat, einen Lichtstrahl einfach auf eine Linie zu konzentrieren. Und da ist eine Riesenkraft drinnen. Wir wissen, mit Laser kannst du Augen operieren und es gibt inzwischen sogar, glaube ich, Laserkanonen, so wie bei Star Wars, dass du richtig Sachen mit Laser einfach wegblasen kannst, zerstören kannst. Also da ist richtig Power drin, wenn Dinge in Einheit kommen. Und genau dafür hat Jesus gebetet. Er hat für uns gebetet, er hat für die Menschen gebetet, die an ihn glauben. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Denn wie ist es möglich, dass auch wir in eine Einheit kommen, in eine Übereinstimmung, ja? Weil wir sind so unterschiedliche Menschen, so aus so vielen verschiedenen Richtungen, Kulturen, Hintergründen, sozialen Schichten. Und trotzdem will Jesus, dass wir in eine Einheit zusammenkommen. Und ich bin überzeugt, wenn Jesus der Meinung ist, dass das funktioniert, dann kann es auch funktionieren. Und wenn Jesus dafür betet, dann ist es möglich, auch wenn es manchmal schwierig ist, ja. Okay, ich lese mal aus Johannes 17, Vers 20. Da sagt Jesus, ich bitte aber nicht nur für sie, er hat damals für seine Jünger gebetet, aber er sagt, ich bitte jetzt nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen,
die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also er betet auch für die Menschen, die in der Zukunft noch sind. Das sind wir oder wir Gläubigen, die wir an sein Wort glauben, die wir an ihn glauben. Ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Halleluja. Das ist der Wunsch, das ist das Herz Jesu. Dafür hat er gebetet und ich glaube, er hat da nicht einfach nur so ein bisschen hoffentlich passiert, sondern ich glaube, er hat leidenschaftlich dafür gebetet, dass genau das geschieht. Weil es ist ja sein Wille, sein Herzensanliegen, dass diese Welt erkennt, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Und dafür sind wir die Zeugen, dafür sind wir die Botschafter, wir als Gemeinde, als Gruppe, als Gemeinschaft, als eine Einheit, sind wir die Zeugen dafür. Und er verlässt sich auf uns. Jesus verlässt sich auf dich, auf seine Gemeinde. Kannst du das glauben? Er rechnet mit dir. Ja? Er erwartet, dass du wirklich das tust, was er gesagt hat. Und dafür hat er gebetet und er hat gesagt, es geschieht eben dann, wenn wir erkennen, wenn wir eins sind. Und zwar eine ganz bestimmte Qualität von Einheit, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen Einheit, sodass man halt so ein bisschen so auf nett und freundlich macht, so oberflächlich, sondern eine ganz tiefe, ehrliche Herzensgemeinschaft, dass wir erkennen, hey, wir gehören zusammen. Weil, wenn wir uns das anschauen, ja, was hat Jesus gesagt? Wie soll die Einheit ausschauen zwischen uns Menschen? So wie Gott eins ist. Gott ist eins, obwohl es drei Personen sind, ja. Gott ist der dreieinige Gott, heißt es ja auch, der dreieinige Gott. Und Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die drei sind in absoluter Einheit. Sie sind eine Einheit. Ja? Und warum sind sie eine Einheit? Weil Gott ist Liebe. Und Gott allein, wenn Gott nur eine Person wäre, könnte er nicht Liebe sein. Weil Liebe allein funktioniert nie. Ja? Liebe funktioniert immer nur, wenn ich was geben kann, wenn ich was weitergeben kann, wenn ich mich mitteilen kann. Und deswegen ist es sinnvoll, dass Gott drei Personen ist, ja, weil sie sich gegenseitig beschenken und geben und wertschätzen und respektieren und ehren. Und das in einer absoluten Harmonie. Obwohl sie drei verschiedene Persönlichkeiten sind. Ja, wow. Halleluja. Und dieses Modell der Einheit hat Jesus gesagt, dafür bete ich. Und das ist tatsächlich übernatürlich, das ist ein Wunder, das ist von Gott, oder das ist einfach göttlich, ja, so eine übernatürliche Einheit, so eine Verbindung. Und dafür hat Jesus gebetet, dass genauso wie der Vater und der Sohn eins sind, dass wir miteinander eins werden. Halleluja. Kann sich ja mal umgucken und schauen, weiß nicht, ob das möglich ist so mit dem oder mit der oder so, weiß auch nicht so. Und ich sage euch, es ist ein Wunder, es muss übernatürlich geschehen. Ja, wir können das auch nicht aus eigener Kraft. Und es steht auch hier, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Die Herrlichkeit ist das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus hat uns den Heiligen Geist in uns hineingegeben, dass wir Einheit leben können. Nicht aus unserer Kraft. Ich weiß, es ist so schwierig,
Einheit zu leben, weil wir eben so unterschiedlich sind. Und wenn wir uns vom Natürlichen her betrachten und nur vom Natürlichen her sehen, dann gibt es halt echt viel Reibungspunkte und viele. Und manchmal ist, und das ist ja auch okay, die Bibel sagt auch, Eisen schärft Eisen. Also es gibt, ist auch okay, wenn wir uns manchmal aneinander reiben. Solange wir uns nicht auffressen, sagt die Bibel, ist es okay. Solange wir uns reiben, und aber im Herzen trotzdem diese Einheit bewahren. Und tatsächlich diese Einheit, für die Jesus gebetet hat, die funktioniert nur mit ihm zusammen, in seiner Kraft, in der Einheit des Geistes, heißt es hier. Und denn es gibt eine Gefahr, auf die hat Jesus auch hingewiesen, in Markus 3, Vers 25, da hat er gesagt, und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Ja, und das ist echt, und das bezieht sich auch auf das Haus Gottes, auf die Gemeinde. Wenn eine Gemeinde entzweit ist, wenn Menschen da entzweit sind, wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, dann kann es nicht bestehen. Das funktioniert einfach nicht. Das wird zerfallen. Und deswegen ist es auch genau der Angriffspunkt von unserem Feind. Wisst ihr, die Gemeinde, wir als Leib Christi, wir haben einen Feind in dieser Welt, sagt die Bibel. Wir haben einen Widersacher, der das Leben der Gemeinde und auch der Menschen zerstören will, der gekommen ist, zu vernichten, zu verderben, zu schlachten, zu morden. Und dieser Feind, die Bibel nennt ihn Teufel, Satan, Jesus nennt ihn auch so, und sagt, der ist richtig böse und der will Zwietracht zwischen Menschen bringen, er will sie auseinanderbringen, er will, dass sie uneins werden, damit eben da keine Kraft ist, dass diese Kraft der Einheit verloren geht und dass letztendlich das Haus Gottes auch zerstört wird. Und habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum eigentlich in der Welt es so viele verschiedene christliche Richtungen gibt und Gruppierungen und Grüppchen und Denominationen und keine Ahnung, was es da noch alles gibt? Und obwohl wir eigentlich dieselbe Botschaft haben, denselben Herrn haben, denselben Gott haben, und trotzdem ist das so eine Zersplitterung. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, sondern das ist wirklich ein Werk des Feindes. Und ich sage euch, wenn die Christen zusammenhalten würden, wenn die Christen zu einer Einheit im Geist zusammenkommen würden, da wäre so viel mehr Power da. Ich habe zu Hause ein Video von einer Erweckung auf den Fidschi-Inseln. Und da war es genauso. Die Gemeinden waren total zerstritten untereinander. Und es gab überhaupt keine Zusammenarbeit. Jeder hat sein Ding gemacht. Jeder dachte, wir sind was Besseres als die anderen. Jeder meinte, wir haben Recht. Und so wie wir es machen, ist es richtig. Und es war aber auch Chaos im Land. Ja. Damals wurde die Regierung gestürzt von einer Verbrecherbande, von einer Terrorbande, die das Land dann beherrscht haben mit Gewalt, Drogen und allem möglichen Zeug. Und es war so viel Leid und so viel Chaos. Es gab auch total viel Hexerei und so Witchcraft, also so Zauberer und so Zeug, so okkulte Sachen im Land. Und der damalige Präsident der Fidschi-Inseln, der war ein Christ, ja. Und der hat die Leiter der Gemeinden zusammengerufen und hat gesagt, Leute, ihr müsst euch einigen. Ihr müsst zusammenkommen und für unser Land beten. Wow, das ist ein guter Präsident, ja. Das ist ein guter, ein guter Politiker, würde ich mal sagen. Und er hat es geschafft, wirklich die Leute zusammenzubringen. Am Anfang waren sie noch ein bisschen, war alles ein bisschen zäh, aber als sie angefangen haben, miteinander zu beten, sind die ganzen Vorbehalte und all das Harte, was man gegeneinander aufgebaut hatte, ist verschwunden. Und es gibt
eine echte Dokumentation, wie dieses Land sich verändert hat. Erstens mal ist diese Verbrecherbande total, hat sich aufgelöst und die eigentliche Regierung ist wieder in Kraft getreten. Und es haben sich so viele Leute sind zu Jesus gekommen. Viele von den Zauberern haben sich bekehrt zu Jesus und da ist eine richtige Erweckung ausgebrochen. Und warum? Weil die Christen zusammengekommen sind, zusammen zu beten und als Einheit zusammenzukommen und nicht auf ihre Unterschiedlichkeiten geguckt haben, sondern auf das, was sie verbindet. Und darin ist so eine Power und Kraft und genau darum geht es auch heute, ja. Also, und jetzt ist die Frage, ja, müssen wir als Christen in allem immer einer Meinung sein? Müssen wir in allem übereinstimmen? Müssen wir alle dieselbe Partei wählen? Müssen wir alle dieselbe politische Einstellung und Sicht auf die Dinge dieser Welt haben? Nein, das müssen wir nicht. Wir können unterschiedliche Meinungen haben und das ist okay, weil wir sind ja unterschiedliche Menschen, ja. Und Jesus will keinen Einheitsbrei. Und es gibt auch in der Bibel bestimmte Bereiche, die Gott gar nicht so wichtig sind. Ja? Zum Beispiel hat Jesus sich nie auf eine echte politische Diskussion eingelassen. Dafür ist er nicht gekommen. Ja? Er war nicht dazu gekommen, jetzt da seine politische Meinung dazu zu äußern oder die Leute für oder gegen irgendwas aufzuhetzen. Nein, seine Mission war ganz klar das Reich Gottes. Und das hatte nichts mit dieser Welt zu tun. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich bin auch nicht von dieser Welt. Ich komme von einer anderen Welt. Halleluja. Ich bin zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wenn wir das verstehen, ja, dann können wir auch lernen, Unterschiedlichkeiten, die wir in unseren Meinungen, in unseren Vorstellungen haben, zu überwinden und trotzdem eine Einheit zu sein. Also in den meisten Ehen funktioniert das ja auch. Ja? Ich weiß nicht, ihr Ehemänner, Ehefrauen, seid ihr immer absolut einer Meinung mit eurem Ehepartner? Also wir schon, also die Renate ist jetzt zu Hause, die habe ich heute nicht mitgenommen, weil ich ja heute, nein, die ist in Quarantäne, hallo Renate, die ist in Quarantäne. Aber wir sind nicht immer einer Meinung. Da gibt es auch mal Pommen, vielleicht bei euch nicht, aber bei uns schon. Also gibt es auch mal Zoff. Aber trotzdem können wir in der Einheit im Herzen bleiben. Amen. Das gibt's, ja. Und genauso möchte Gott es in der Gemeinde, ja. Da gibt es unterschiedliche Ansichten über bestimmte Themen, ja. Und wir haben ja im Moment genug Dinge, worüber man sich streiten könnte. Und worüber man sich zerfleischen könnte. Aber wir müssen es nicht. Amen. Wir müssen nicht. Weil das nicht so wichtig ist. Wir schauen uns gleich das noch an, was Jesus wichtig ist. Ja? Ich möchte kurz eine Stelle vorlesen, wo man Jesus eben auch in so eine Situation reinbringen wollte, dass man von ihm rauslocken wollte. Na Jesus, jetzt sag doch mal, was deine Meinung ist über dieses und jenes. Und wir schauen uns das mal an, wie Jesus damit umgegangen ist. Das steht in Matthäus Kapitel 22, Vers 17 zum Beispiel. Und da wird er gefragt, nun sage uns, was du darüber denkst. Ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Und das war eine echte Fangfrage, weil der Kaiser war ja ein übler Kerl damals, ja? Kaiser von Rom. Der wurde ja als Gott angebetet. Und das war natürlich echt, was soll er da jetzt dazu sagen? Ja, soll er sagen, nee, zahlt keine Steuern? Ja, dann hat er auch irgendwie ein Problem. Sagt er, ja, zahlt eure Steuern? Dann heißt es, was, du unterstützt diesen okkulten Typen da? Das kann ja auch nicht sein. Dann wissen wir, du kannst gar nicht von Gott sein. Siehst du, es war eine richtige, so eine Zwiespaltfrage. Und da heißt es sogar, Jesus durchschaute ihre Bosheit. Er durchschaute ihre Bosheit. Da war eine Bosheit schon allein in der Frage drin. Da ist was Böses. Und es gibt tatsächlich böse Fragen, die uns in die Enge treiben wollen, die uns irgendwie in so auf die eine oder andere Seite ziehen wollen und von uns eben so eine Stellungnahme fordern, die
die aber nicht von Gott ist. Ja? Oder wir schauen jetzt mal, wie Jesus damit umgegangen ist. Jesus durchschaute ihre Bosheit sofort und sagte: Ihr Heuchler, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Es gibt Fragen und es gibt so Diskussionen, die uns zur Falle werden können. Ja? Dass man dann irgendwas aussagt, was man so gar nicht gemeint hat, und die dann Zwietracht und Missverständnis oder Dinge einfach zwischen Menschen hineinbringt. Warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Da fragte er: Wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie verblüfft, dass sie sprachlos weggingen. Halleluja. Also es bedurfte tatsächlich Gottes Weisheit, mit so einer Frage umzugehen. Und Gottes Antwort und einen göttlichen Umgang mit solchen Fragen zu tun. Jesus hat sich eben nicht auf die eine oder andere Seite ziehen lassen, sondern für ihn war klar, er steht auf der Seite Gottes, seines Vaters. Das ist seine Haltung gewesen. Ich bin hier wegen meinem Vater. Ich tue das, was der Vater will. Nicht, wo Menschen mich einordnen wollen. Jesus konnte es dann nicht einordnen in irgendeine Schublade. Ja? Er hat sich auf das konzentriert, was vom Vater ist. Und es war der Weg des Heils für die Menschen. Ja? Und er hat sich nicht auf den Weg des Unheils bringen lassen von Menschen. Und deswegen gingen sie auch sprachlos weg. Dann genau. Und genau so eine Weisheit, so eine göttliche Weisheit und göttlichen Umgang mit diesen Fragen, die uns oft eben auseinanderbringen wollen, die uns zur Falle werden können, brauchen wir auch. Und ich habe schon gesagt, ja, wir können unterschiedliche Meinungen haben über die eine oder andere Sache, aber das sind meistens Dinge eben, die Gott nicht so wichtig sind. Gott hat uns nicht geschrieben, zum Beispiel, ob man sich impfen lässt oder nicht, oder ob man Maske trägt oder nicht, oder ob man jetzt im Krieg für die eine oder andere Seite steht. Das hat Gott nie gesagt. Ja? Das ist nicht relevant für Gott, aber was für Gott wichtig ist, dass wir in all diesen Dingen trotzdem, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, dass wir eine Einheit bleiben, ja, dass wir im Geist verbunden bleiben miteinander. Und dass wir nicht gegeneinander kommen in unserem Herzen, uns gegenseitig eben bekriegen und bekämpfen, sondern dass wir in der Einheit des Geistes bleiben. Das steht im Wort Gottes, das ist wirklich wichtig für ihn. Weil da liegt eben seine Kraft auch mit drin. Und wir werden das gleich noch sehen. Ich möchte jetzt noch lesen in Epheser Kapitel 4, Vers 1. Da steht: Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt oder lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Ja, das bedarf echt Demut und Sanftmut und Langmut. Langmut bedeutet auch Geduld und Ausdauer, sich in Liebe zu ertragen. Und manchmal eben mit der Unterschiedlichkeit eines anderen klarzukommen, ihn stehen zu lassen, ihn trotzdem zu respektieren, zu schätzen als Bruder, als Schwester. Das bedarf echt göttliche Charakter, göttliche Eigenschaften. Halleluja. Und die hat Gott uns gegeben. Ich habe es schon gesagt, der Heilige Geist ist in uns. Er hat uns seinen Geist gegeben, dass wir das leben können. Aber wir müssen willig sein. Ich lese mal weiter. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Es hat was mit unserer Haltung, mit unserer Willigkeit zu tun, ob wir das wollen, ja. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist,
wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Halleluja. Und das ist es, worauf es Gott ankommt. Ja. Das ist Gott wichtig. Ja. Dass wir erkennen, wir haben einen Glauben, wir haben einen Gott, wir haben einen Vater, eine Taufe, einen Herrn, eine Berufung. Und dass wir uns darauf konzentrieren. Ja. Ob wir jetzt, ja, welches Auto wir fahren oder was weiß ich, wo wir wohnen, das ist jedem sein Ding. Ja. Das kann er mit Gott ausmachen oder das ist Gott nicht so wichtig. Ja. Eben auch, welche Partei du wählst. Hey, Gott wird, du kannst Gott um Weisheit bitten. Ja, Herr, was willst du? Dann ist okay, dann hör auf die Stimme Gottes, wo er dich hinführt. Aber das ist nicht etwas, wo wir hier sagen müssen, so ist es, weil das Gott weniger wichtig ist. Das Wichtige ist, dass wir im Geist diese Einheit haben. Und das ist eine Herzenshaltung. Ich habe es gerade gesagt, es hat was mit Willigkeit zu tun. Einheit fängt bei dir an, bei jedem ganz persönlich. Ich muss bereit sein und willig sein, Einheit zu leben. Und wenn ich das bereit bin, dann kann es sein, ja. Und dann kann es natürlich sein, dass du andere Menschen dir gegenüber hast, die das nicht wollen. Und dann fang aber nicht an, sie zu kritisieren und über sie zu schimpfen oder zu lästern, sondern wir beten füreinander, so wie Jesus für uns gebetet hat. Ja? Und wir kritisieren dann nicht, sondern wir beten für sie und wir schätzen sie trotzdem. Weil wenn wir dann anfangen, auch wieder Finger zu zeigen und anzuklagen, dann ist die Einheit von vornherein schon gar nicht möglich. Aber halten wir diese Herzenshaltung der Willigkeit für die Einheit in unserem Herzen. Die Bibel sagt nämlich, dass Eigenschaften wie Feindschaften, Parteiungen, Spaltung, Streit, Rechthaberei, dass es Werke des Fleisches sind. Also es ist nicht die göttliche Natur, wenn wir eben dazu neigen oder Spaltung und Uneinigkeit, Rechthaberei in unserem Leben zuzulassen. Das gehört zur alten Natur und die Bibel sagt, das dürfen wir ablegen. Er hat uns ein neues Wesen gegeben. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Enthaltsamkeit und Treue. Und die regieren jetzt in unserem Leben. Ja, die dürfen wir entwickeln. Oder die Bibel sagt, wir sollen im Geist wandeln, in den Früchten des Geistes wandeln und nicht in den Dingen des Fleisches. Damit wir eben das überwinden, was von unserer alten Natur bei uns noch übrig geblieben ist. Und wir können das tatsächlich überwinden, das Alte. Den alten Adam, den alten Menschen, den alten René, der muss manchmal überwunden werden, ja, weil ein Neuer in mir lebt. Jesus lebt in mir und in dir. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sagt Paulus, Christus lebt in mir. Mei, was war der Paulus für ein ätzender Typ, ja, als er noch nicht Jesus gekannt hat. Und er war ein neuer Mensch. Ja. Er hat die Gemeinde nicht mehr verfolgt. Im Gegenteil, er hat sie geliebt und er hat sein ganzes Leben hingegeben, um Gemeinden aufzurichten, das Reich Gottes zu bauen. Das hat Gott in ihm bewirkt. Und wir müssen anerkennen, und da kommen wir nicht ganz dran vorbei, dass wir sowieso schon eins sind. Wenn du zu Jesus gehörst und dein Bruder gehört auch zu Jesus, dann gehörst du zusammen. Wir müssen im Himmel miteinander auskommen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Du musst mit all den Leuten, all den Geschwistern, die du jetzt nicht so magst auf der Erde, und du musst die ganze Ewigkeit mit denen verbringen. Halleluja. Und im Himmel funktioniert es auch, ja. Und da werden wir erkennen, ja, wir waren ja alle dumm, ja. Irgendwie sind wir alle, die Bibel sagt, unser Erkennen, unser Wissen ist Stückwerk auf der Erde. Und wenn wir von manchen Dingen so total überzeugt sind und es muss unbedingt so sein, dann ist es trotzdem Stückwerk und du kannst dich irren, ja. Und es kann sein, dass dein Bruder und deine Schwester
was verstanden hat, was du noch nicht verstanden hast, aber umgekehrt genauso, ja? Und deswegen, lass uns nicht streiten über Dinge, die einfach nicht so wichtig sind. Und lass uns eins sein in den Dingen, die wirklich wichtig sind. Wirklich wichtig. Jesus hat gesagt, was am Schluss bleibt, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Das bleibt am Schluss. Nicht irgendwelche politischen Farben, Richtungen, Meinungen. Jesus steht am Ende. Er ist der Anfang und das Ende. Halleluja. Und ich habe noch einen Satz mir, oder ich habe mir so überlegt, weißt du, Jesus hat sich gedemütigt, herabgelassen, absolut entäußert, heißt es, um sich mit dir und mit mir völlig eins zu machen. Die Bibel sagt, wir sind jetzt eines Geistes mit ihm. Er ist heruntergekommen vom Himmel, um sich mit dir und mit mir völlig eins zu machen, um diesen Bund, den wir gerade gefeiert haben, mit dir, diesen engen Bund zu schließen, um eine Einheit mit dir zu werden. Und ich habe mir gedacht, boah, wenn Jesus sich herabgelassen hat, mit dir oder mit mir eins zu sein, dann können wir es auch schaffen, mit unserem Nächsten eins zu sein. Ja? Wir waren nicht so toll, wir waren nicht so perfekt, wir waren nicht so vollkommen, dass Jesus gesagt hat, wow, ja, der ist so toll, mit dem will ich mich verbünden, eins machen. Hey, wir haben alles unsere Macken gehabt. Ja? Und Jesus ist trotzdem, hat sich mit uns verbunden. Und das wünsche ich mir. Oder dafür hat, glaube ich, Jesus echt gebetet, dass genau das passiert, dass wir dieses trotzdem erleben, dieses trotzdem Erlebnis haben. Ja, klar haben wir alle unsere Macken, alle haben unsere, und das ist ja das Besondere, das ist ja auch das Besondere an der Liebe Gottes, dass wir es dass es trotzdem möglich ist, eine Einheit zu bilden, eine Einheit zu schaffen. Das ist übernatürlich, das ist eine Power, die Gott freisetzen will. Und ich möchte euch am Schluss jetzt noch diesen berühmten Vers oder diesen berühmten Psalm vorlesen, den viele von euch natürlich kennen aus Psalm 133, wo wir sehen, wie Gott das sieht, was Gott sieht, wenn Menschen, wenn Brüder, wenn Geschwister zusammen sind, eine Einheit bilden, was da Gott freisetzen möchte. Psalm 133, Abvers 1, siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt, auf dem Bart und auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Und Gott sagt hier, da wo Brüder einträchtig beieinander leben, miteinander leben, das Schaffen, eine Einheit zu bilden, da fließt das Öl. Ja? Und das Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist, auf das Wirken des Heiligen Geistes, auf sein übernatürliches Wirken. Und das ist genau das, was wir wollen. Ja? Wir wollen, dass der Heilige Geist hier Raum bekommt, in seiner Gemeinde, in dieser Zeit, dass er fließen kann, dass sein Öl fließt, Halleluja, weil die Bibel sagt, das Öl, die Salbung zerbricht das Joch der Gebundenheit von Menschen. Und danach streben wir uns oder strecken wir uns aus. Und da, wo Uneinigkeit ist, da ist der Heilige Geist gehemmt, ja. Da kann das Öl nicht so fließen, aber da sehen wir, da wo Einheit ist, da fließt das Öl, da fließt die Salbung, da ist der Heilige Geist am Wirken. Und was bewirkt er dann noch? Dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen, heißt es sogar. Das ist ein starkes Wort. Er hat in Englisch commanded, also er hat es bestimmt, da ist Segen, Halleluja. Da ist Segen. Und es gilt natürlich nicht nur für die Gemeinde, das gilt auch für dich privat zu Hause, für deine Familie. Und wir können lernen, diese Einheit Gottes zu leben. Und dann, was dann das Ziel noch ist, es kommt Leben bis in Ewigkeit. Das bedeutet Rettung, Erlösung, Befreiung.
Und das, darum ging es Jesus, ja, dass die Menschen auch um uns herum, die Ungläubigen, die jetzt noch ungläubig sind, ja, die Gott noch nicht kennen, dass sie erkennen, wow, die Christen, die haben was, was, ja, was einfach so gewaltig ist. Die haben einen Zusammenhalt, die haben eine Einheit, eine Herzenseinheit, das ist überwältigend. Ja. Und daran wird die Welt erkennen, heißt es, hat Jesus gesagt, dass er gekommen ist, dass er lebt, dass er auferstanden ist, weil es ist übernatürlich. Und ich möchte jetzt beten, dass wirklich dieser Geist der Einheit eben nicht irgendwie was Erzwungenes ist, nicht was Befohlenes ist, sondern dass es ein Wunsch, dass es eine Sehnsucht in unserem jeden Herzen von uns entsteht, eine Einheit zu bilden, miteinander als Gemeinde, als Christen, als auch nicht nur hier in der Gemeinde. Wir strecken uns auch aus nach den anderen Gemeinden hier in der Stadt. Wir werden im Sommer und auch im Herbst wird es gemeinsame Aktionen geben. Jetzt zum Beispiel an Ostern feiern wir einen Karfreitagsgottesdienst mit verschiedenen Gemeinden zusammen, wo wir demonstrieren wollen, hey, wir gehören zusammen und wir haben einen Herrn. Und wir lassen uns nicht auseinander dividieren, ja. Und es ist so wichtig. Auch im Oktober wird es hier ein Worship-Oktoberfest, heißt es, geben mit Bands aus verschiedenen Gemeinden und Gruppen, einfach um auch zu demonstrieren, hey, wir sind eine Einheit, wir gehören als Christen zusammen. Und es ist so wichtig. Aber es ist eben, es ist jetzt nicht nur eine Sache von Veranstaltungen, sondern vor allem eine Sache des Herzens. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Ja, Jesus, wir wollen uns mit dir eins machen. Du hast dafür gebetet und es ist dein Herzensanliegen, dass deine Gemeinde eine Einheit ist, dass wir eins sind, so wie du mit dem Vater eins bist, so wie du mit dem Heiligen Geist eins bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Und Heiliger Geist, du bist so willkommen. Und wir brauchen deine Hilfe, deine Kraft in unserem Leben, dass wir Einheit leben können, trotz unserer Unterschiedlichkeit, Herr. Herr, wir lieben auch die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, die du in die Gemeinde hineingelegt hast, die vielen, vielen verschiedenen Charaktere und auch die verschiedenen Ansichten, die da sind. Wir wollen voneinander lernen, Herr. Wir wollen voneinander uns gegenseitig respektieren und ehren und achten. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, Herr, dass du uns dieses Herz schenkst, diese Willigkeit, diesen Wunsch, Herr, und Herr, vor allem, dass wir auch dem Feind widerstehen, der uns gegenseitig aufhetzen will, im Namen Jesu Christi. Und Vater, da bete ich echt, dass dieser Geist der Hetze und des gegenseitigen Anklagens und Beurteilens, dass es verschwindet aus unserer Gemeinde, aus unserem Herzen, im Namen Jesu Christi. Und Herr, ich bitte dich, fang bei mir an, Herr, und hilf mir, meine Bruder, meine Schwester, nimmer zu kritisieren, nimmer zu verurteilen und zu beurteilen, Herr. Sondern du hast gesagt, prüf dich selbst, Herr. Wir wollen uns selber prüfen, Herr. Vor dir, Herr. Und wir wollen segnen, Herr. Wir wollen nicht fluchen, sondern segnen, Herr. Bitte ich, dass du auch unseren Mund bewahrst, Herr. Vor bösen Reden, Herr. In Jesu Namen, Herr. Und Herr, ich danke dir und ich bitte dich, dass du diese Einheit schaffst in dieser Gemeinde und auch in den Gemeinden in Schweinfurt, in ganz Deutschland, in der ganzen Welt, Herr, dass wir als Leib wirklich zusammenstehen in deiner Gnade, in deinem Geist, in deiner Liebe, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du das wirkst jetzt, dass du am Wirken bist, dass du uns veränderst. Halleluja. Halleluja. Und Vater, ich bitte dich auch, ja, dass du da, wo wir schon Bitterkeit in unserem Herzen zugelassen haben, dass du uns vergibst und dass alle Bitterkeit verschwindet, dass wir vergeben können auch, wenn Geschwister uns schon verletzt haben, wenn wir verletzt sind, Herr. Ich bitte dich jetzt auch echt um Heilung von allen Verletzungen in Jesu Namen, die wir uns schon gegenseitig zugefügt haben, in Jesu Namen, Herr. Danke, Jesus, wir lieben dich, Herr. Danke dir. Ich spüre jetzt einfach, wie der Heilige Geist hier ist. Ich spüre seine Gegenwart und wir dich auch erfüllen möchten mit neuer Liebe für ihn, für Jesus selbst und für seine Gemeinde.
Halleluja, weil es ist unmöglich, ihn zu lieben und seine Gemeinde nicht zu lieben, weil er wohnt in seiner Gemeinde, in seinen Kindern. Ich danke dir, Jesus, wir loben dich. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen, Amen. Seid gesegnet, ihr lieben Geschwister, ihr seid so super, so wunderbar, so einzigartig, jeder von euch. Ich bin auch echt so glücklich, in so einer Gemeinde zu leben, die so zusammenhält, wo so viel Zusammenhalt ist. Natürlich ist nicht alles, alles perfekt, das ist schon klar, weil das wird es auch nie sein, aber wir wollen mehr, wir wollen uns verbessern. Amen, wir wollen mehr von Jesus. Amen. Seid gesegnet, Gottes Segen, schöne Woche. Und wer noch Gebet empfangen möchte, meldet euch einfach irgendwie, kommt hier nach vorne. Wir beten gerne noch mit euch, für euch. Ansonsten habt eine schöne Woche, starke Woche. Amen. Ja, schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert, oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.